Heute in den Hofgeschichten: Weidekontrolle beim Harzer Höhenrind. Entweder platzt sie oder sie kalbt. Eins von beiden. Ja, komm. Das und mehr von Bauernhöfen aus dem ganzen Norden. Wochenende in Ostfriesland. Das heißt aber nicht, dass die Smiths frei haben. Alberts Enkelin Hanna und ihre Tante Alice fahren zum Springturnier. Albert hält auf dem Hof die Stellung. Wir müssen beide aufeinander aufpassen. Ja. Mein Befehl hier. Nee, das ist eigentlich ganz, jeder weiß, was er zu tun hat. Deswegen ist es eigentlich ganz entspannt. Bis zum Herbst sind sie fast jedes Wochenende unterwegs. Immer mit blitzblank geputzten Pferden. So, jetzt ist er sauber genug. Hat sich auch schon mal jemand totgeputzt. Ja. Ich gehe mich jetzt eben schnell umziehen. Dauert das Putzen bei dir auch so lange wie beim Pferd? Nee, ich bin hochgezuckt. Hier noch ein bisschen am Pinsel, dann ein paar Nägellacki. Ich kenne das da. Und da guckt keiner nach. Das ist eine Minute höchstens im Parcours. Da sieht dann, ob du Lagerlack auf den Finger hast oder nicht. Meistens haben sie auch schon noch ein paar Reithandschuhe an. Aber ich habe immer ohne Handschuhe geritten früher. Ich habe mich mehr gefühlt. Früher. Aber für Turniererinnerungen bleibt jetzt keine Zeit. Draußen gibt es Probleme. Opa! Pass auf, Heidi! Hannas Pferd Chapeau will nicht in den Transporter. Junge, nee. Alter! Das fängt schon gut an. Chapeau hat schon ein paar Runden mit Hanna über den Hofplatz gedreht. Zum Glück hat sie nicht losgelassen. Oh. Meistens hilft bei sowas ein Trick. Alices Stute Second Chance geht vor, sozusagen als Leittier. Erstmal die Reisebegleitung beschnuppern. Normalerweise steht Chapeau mit Hannas zweitem Pferd Komet vorne im Transporter. Heute ist alles anders und Hanna am Grübeln. Weiß ich nicht, der ist sonst immer draufgegangen. Pferd ist ein Ding mit 7 Siegeln. Ist immer was Neues. Auch Pferde haben mal einen schlechten Tag. Aber wer weiß, was noch passiert. Die eigentliche Prüfung kommt ja erst später. Wenn er nachher auch so flott im Parcours ist mit dir, dann weiß ich. Oh Mann. Okay, mach dich nicht jetzt schon verrückt. Okay. Tschüss. Vielleicht helfen Omas aufbauende Worte ja. Eine Dreiviertelstunde Fahrt bis zum Turnierplatz. Hoffentlich legt sich die Anspannung bis dahin. Auf dem Sophienhof in Neustrelitz muss heute der Zuckerrübenacker von Bauer Carsten Duziak zeigen, was in ihm steckt. So, pass auf, hier ist der Schlag. Das sind, ich sag mal, ganz knapp über 16 Hektar. Ja. Unten in der Spitze drin, da stehen nicht viel Rüben. Da hatten wir früher ein bisschen Wildschaden. Ja. Dreckrübe, Weg, viermal. Die reintreffen. Dann muss ich als allererstes ja den Mietenplatz fertig machen, damit wir die Rüben ablegen können. Ja, dass die ordentlich aus dem Boden kommen, dass die Wurzel nicht abreißt, dass nicht mehr als nötig geköpft wird. Ganz vorn am Ruder die Spurführung. Sie leitet die Maschine durchs Feld, damit Fahrer Eike Rosenberger sich auf Details wie Messerhöhe und Mulchertiefe konzentrieren kann. Nach den Messern ganz vorn gleich Schlegelreihe und Abstreifer, die die Rübenblätter zerkleinern und zur Seite wegschleudern. Mit dem Auftrag, seine Rüben zu roden, hat Carsten ein Lohnunternehmen mit der modernsten Technik beauftragt. Für den Bauern ist das jetzt wie früher beim Sport. War das Training perfekt? Stimmt das Timing? Und bloß nichts liegen lassen jetzt. So, das ist, dafür arbeiten ein ganzes Jahr. Und wenn man was liegen sieht, dann ist das einfach schade. Und das sind auch schon wieder 5 Kilo hier, die ich in der Hand habe. 6. Was da so klötert, sind Steine.
Das ist nicht schlimm. Schlimm ist was anderes. Die Rüben kommen nicht so raus, wie sie sollen. Maschinen aus. Wir sehen hier auf dem Acker das Rübenblatt, klein geschreddert mit ein bisschen Unkraut dazwischen. Aber hier diese ganzen hellen weißen Stückchen hier, das sind alles Stücken vom Rübenkörper. Und die sind aktuell noch quasi oben abgeschlägelt und die fehlen an der Rübe. Und die Summe dieser Ganze, das ist eine unheimliche Menge. Und das versuchen wir quasi jetzt zu beheben. Die Rüben, diese Sorte steht relativ hoch raus mit den Köpfen. Und der Roder knickt sie vorne beim Formköpfen schon ab quasi. Dann erwischen die Schlägel den Rübenkörper und deswegen haben wir zu viele halbe Rüben drin. Und jetzt will er neue Messer anbauen. Am Kopf quasi, wo der Kopf abgestoßen wird. Damit hoffen wir, und dann wollen wir eine Federentlastung rausnehmen. Und damit hoffen wir, dass wir da die Verluste ein bisschen reduzieren können. Bis jetzt hatte ich noch keine Erfahrung, aber das ist ja schnell gemacht. Weil ja immer irgendwas ist, hat Eike einen ganzen Satz neuer Messer dabei. Für den gelernten Landmaschinenmechaniker ist so eine Feldwerkstatt nichts Ungewöhnliches. Wieder an Bord wird er ein bisschen nachstellen und die neuen Messer mit weniger Druck fahren. Carsten hat in der Zwischenzeit schon mal wieder Rüben gesammelt. Gleich wird er wissen, ob es wirklich besser läuft. Auf dem Biohof Düner im Harz werden die Tiere heute von Praktikantin Lea versorgt. Die 22-jährige Studentin der Agrarwissenschaften ist seit 6 Wochen auf dem Hof von Daniel Wehmeier. Ich war schon auf anderen Höfen und ich bin auch von einem anderen Hof hierher gewechselt, weil ich glaube, dass ich hier super, super viel lerne. Und ich bin Daniel ziemlich dankbar, dass er mich so geduldig und langsam an alles ranführt. Ich bin manchmal ein bisschen unsicher. Ja, das ist super. Genügend zu tun gibt es hier immer. Dafür sorgt schon Daniel. Ja, das tägliche Fegen, ne? Ich will sie mal füttern. Unsere Bullen kriegen hofeigenes Kraftfutter, das wir selber herstellen. Teile von Bohne, Hafer, Weizen, das schroten wir. Ja, und das schmeckt denen wohl ganz gut. Raufutter, also Kleegras und Silage, gibt es für die Schlachtbullen obendrein. Zudem wird der Stall erstmal auf Vordermann gebracht. Nimmst du die zweite Grepe? Ja. Wir versuchen jetzt, den Ballen reinzuschmeißen. Und im besten Fall verstreuen die Bullen den Ballen so wie immer. Selbst. Und wenn nicht, dann müssen wir ein bisschen nacharbeiten. Ja. Ich schneide mal auf. Das Einstreuen machen wir alle 2 Tage im Moment. Wir haben ja nicht so viele Tiere im Stall. Die allermeisten sind auf der Weide. Und diese paar Jungs, die brauchen nicht so viel Stroh, aber machen trotzdem ein ganzes Teil Mist. Kam am Anfang, da hatte ich Angst vor den Kühen mit den Hörnern, muss ich echt sagen. Ich habe aber gemerkt, die beißen nicht, die tun nichts. Man muss nur mit der richtigen Einstellung rangehen. Klar, man muss immer sich bewusst sein, die sind deutlich stärker als ich, aber hat mir schon Selbstbewusstsein gegeben. Ja. Das Harzer Höhenrind ist naturgemäß ein friedliebendes Tier. Jetzt aber ist Sicherheitsabstand geboten. Wenn die Jungs so eine Party draus machen, dann gehen wir da nicht rein. Ne, die schmeißen uns auch durch die Luft. Da die Bullen die Strohverteilung heute mal selbst übernehmen, können sich Daniel und Lea schon mal der nächsten Aufgabe widmen. Der Wasserwagen muss bestückt werden mit Schrot und Leckeimer. Denn gleich geht es zur Weidekontrolle auf eine entfernte Fläche. Der nächste Praxistest für Studentin Lea. Denn dort trifft sie auf freilaufende Kühe. Bösel im Landkreis Kloppenburg beim Reitturnier. Alberts Enkelin Hanna startet zuerst. Mit 2 Pferden in jeweils 2 Prüfungen. Chapeaus Ausraster, fast vergessen. Ja, also es ist schon so ein bisschen dann ein kurzes Down, aber dann denkt man sich so, ja, geht weiter, ne? Eigentlich ist ihr anderes Pferd Komet der schwierige Kandidat. Ihn reitet sie zuerst. Und der liebt Bocksprünge. Der kann wirklich bocken. Und der hört wirklich erst auf, wenn du unten liest. Und dann bleibt er ganz schnell stehen und guckt dich von oben so an. So eine Art, oh,
Und dann ist es das liebste Pferd wieder. Wir sagen immer, er ist so ein Quartalsbocker. Einmal im Quartal. Einmal im Quartal zeigt er uns, dass er der Herr ist im Ring. Mit Eurus Kumic, mit Hanna Liebmann. Hoffentlich ist das Quartal noch nicht rum. Hannas Ziel, eine Nullrunde. Denn das hat die letzten Male nicht geklappt. Nicht geritten. Das heißt, Hanna hätte das Pferd besser und aktiver an den Sprung heranführen müssen. 4 Fehlerpunkte. Ich dachte unterwegs, sie hat ein Eisen verloren. Ja, aber das macht ja nichts. Da hast du ein bisschen vergessen zu reiten, ne, Hanna? Wir müssen jetzt aber ganz schnell uns bewegen. Bis zum Transporter ist es ein ganzes Stück. Das nächste Pferd. Alice muss noch sogenannte Stollen reindrehen für besseren Halt auf dem Rasen. Gib mal den, bitte. Kannst du mir den mal geben? Der Querulant ist dran. Die Stimmung eher mäßig. Hör mal auf jetzt. In erster Linie wollen Hanna und Alice Erfahrungen sammeln und harmonische Ritte abliefern. Preisschleifen, Nebensache. Papa ist natürlich manchmal so, der mag es immer gern, wenn man eine Schleife mit nach Hause bringt. Aber naja, ich bin da immer ganz entspannt, glaube ich, mit. Oh, wieder zurück. Chapeau, 215 und Hanna Liebmann vom Heidelberg-Handler Bingo. 9 Hindernisse. Eigentlich liebt Chapeau-Sprünge und jetzt zeigt Hanna ihm wieder, wo es lang geht und nicht umgekehrt wie heute Morgen. 0 Fehler. Ja, sehr gut. Gib doch. Schön. Von 30 Teilnehmern werden die 6 schnellsten ohne Fehler platziert. Das heißt, sie bekommen eine Schleife und einen Preis. Hanna wird 6. Wir haben eine Wurst gewonnen als Letztplatzierte. Ist doch auch schön. Ja. Oh ja, so eine schöne Bauern mit Wurst. Aber nicht vom Pferd, sondern vom Schwein. Das wär's ja noch. Ein eigener Pferdehof, für viele ein Traum. Für Alice bedeutet das tagsüber Bürojob, in der Freizeit Hofarbeit und lange Turniertage. Nochmal anziehen. Irgendwann zehrt es dann auch. Man steht morgens um 4, 5 auf und dann kommt man abends ganz spät wieder. Und am nächsten Tag steht man dann wieder früh auf. Und dann, es ist nicht so einfach, wie sich alle vorstellen. Man muss auch immer im Gespräch bleiben, so im Endeffekt. Ne? Deswegen geht man auch. Also fährt man halt dann auch auf Turniere und zeigt dann auch die Nachzucht und sowas alles. Auf geht's mit der 959 Second Chance. Und Alice Smith vom Reiterverein Lea Bingo. Die schwerste Springprüfung für heute. Den ganzen Tag hat Alice Hanna als Helferin und Trainerin unterstützt. Jetzt muss sie selbst noch einmal Leistung zeigen. Tatsächlich 0 Fehler. Aber zu langsam für eine Preisschleife. Papa wird sich über diese letztplatzierten Wurst mehr freuen wie über so eine Schleife, ja. Hat er erstmal was zu beißen wieder. Und Albert wird erleichtert sein, dass seine Mädels nach dem turbulenten Start am Morgen heil wieder nach Hause kommen. Auf Hof Viehbruck in Schleswig-Holstein muss heute die ganze Familie Vossrahe ran. Die ersten Äpfel in Opa Gerhards Garten sind reif. Bleibst du hoch? Neben mir ist noch einer. Achtung! 120 Apfelbäume stehen rund um den Hof der Familie. Die nächste Generation ist schon angepflanzt. Jetzt werden erstmal alte Sorten geerntet, aus besonderem Anlass. Wir haben wie jedes Jahr eine mobile Apfelsaftpresse auf dem Hof. Und das machen wir schon ein paar Jahre. Machen wir jetzt schon ein paar Jahre so und da werden unsere Äpfel dann zu Apfelsaft verarbeitet und das verkaufen wir dann bei uns im Hofladen. In den Saft kommen unter anderem Sorten wie der Holsteiner Cox, der Finkenwerder Herbstprinz und der weiße Klarapfel. Wenn der Apfelsaft jetzt im Behälter, in dieser Verpackung ist, dann soll er gerne auch noch mal so 3, 4 Wochen stehen, weil dann wird diese Säure nachher zu so einer Süße umgearbeitet, weil dieser Zucker halt dann auch also ein bisschen hervorkommt, dieser Fruchtzucker. Und dann hat man einen richtig schönen Apfelsaft. Also jetzt im ersten Moment würde man denken, oh, der dürfte da jetzt so gar nicht rein. Nein, gerade ganz im Gegenteil. Das ist eigentlich ideal dafür. Auch Klein Katharina findet Geschmack am Apfel. Dann lass mal sehen, dass wir die Sachen schon mal aufladen. Und dann gehen wir zum nächsten Baum. Bis zum späten Nachmittag wird weiter geerntet. Und am nächsten Morgen rollt auch schon die mobile Apfelpresse an.
dass ihr da seid. Ihr habt eine weitere Anfahrt hinter euch, ne? Ja. Machen wir das vom Aufbau her wie sonst gehabt, ne? Ja, genau. Ulrich Kubiner und Wiebke Blume sind heute schon früh in den Vier- und Marschlanden aufgebrochen. Oh, moin. Moin. Ja, so passt das, ne? Die Fahrt soll sich schließlich lohnen und die Saftpresse den ganzen Tag laufen. Kirsten und Christian haben Freunde und Nachbarn mobilisiert, die heute auch mit ihren Äpfeln auf den Hof kommen wollen. Ja, also wir haben wieder im Halbstundentakt vergeben. Mhm. Einer hat jetzt gestern noch abgesagt, dafür ist jemand anders noch dazugekommen. Ne? Also das, vielleicht kommen auch noch welche spontan. Jetzt wird erstmal ausgepackt. Der Aufbau der mobilen Saftpresse dauert immer eine gute Stunde. Mal zahlt sich die Arbeit aus, mal nicht. Das hängt ja immer davon ab, ob eine gute Ernte ist oder nicht. Und wenn die Ernte nicht gut ist, dann können die Leute auch nicht kommen. Und dieses Jahr scheint es eher so eine magere Ernte zu sein. Letztes Jahr war es ganz gut. 2018 war es die Hölle. Da sind wir zugeschmissen worden mit Äpfeln. Und ja, mal gucken. Also wir haben jetzt 5-mal gepresst und es war überschaubar. Rund 100.000 Euro hat die Mosterei auf 4 Rädern gekostet. Bis zu 4-mal wöchentlich fahren Ulrich und Wiebke in der Apfelsaison damit an die schönsten Plätze in und rund um Hamburg. Auf Hof Viehbrook sind sie mittlerweile Stammgäste. Der Aufbau läuft dementsprechend Hand in Hand. Das ist eine gute Idee von Christian mit der Kiste. Rutscht der Kiste da runter. Genau. Mit den Mostabfällen, den Schalen, Kernen und Stielen will Christian später seine Tiere füttern. Sobald der Strom fließt, geht es gleich ab mit den Äpfeln in die Presse. Auf dem Sophienhof in Neustrelitz läuft die Zuckerrübenernte nicht ganz so gut an. Die erste Partie lässt sich schlecht roden. Die Sorte hier vorne, das sieht man schon am Wuchsbild, dass die höher raussteht, das Blatt steiler steht. Die andere Sorte drüben, die sitzt tiefer in der Erde drin und ist flacher. Und ich sag mal, wenn wir das zum Beispiel nicht behoben kriegen, dann ist das natürlich schon ein Ausschusskriterium für nächstes Jahr, weil Ernteverlust sind ja irgendwie 10, vielleicht sogar 20%. Das ist ja schade um die Arbeit, die man das ganze Jahr gemacht hat. Beim Rübenroden werden erst die Blätter von den Pflanzen abgeschlagen. Dann wird der Blattansatz von Messern abgeschnitten. Ist die Rübe zu weit aus dem Boden gewachsen, fällt sie schon vorher um und der Ruder fährt ins Leere. Neue Messer und eine höhere Geschwindigkeit beim Roden sollen das verhindern. Und es scheint zu klappen. Auf den Siebsternen verlieren die Rüben noch anhaftende Erde. Steine werden rausgeschleudert. Der Rübenfahrstuhl bringt immer mehr unversehrte Rüben in den Bunker. In der Maschine sorgt Elektronik dafür, dass der Ruder auf Kurs bleibt. Eike Rosenberger bekommt viel Arbeit von Sensoren und Rechnern abgenommen. Aber ich gucke die ganze Zeit trotzdem noch hin, ob das hinhaut. Und stelle dann so ab und an nach, sage ich mal so. Ne? Ob ich jetzt nun den Mulcher tiefer stelle, wenn da jetzt noch zu viel Grün dran ist. Oder wenn ich jetzt sehe, dass ich ein bisschen mehr Erde auf dem Tisch haben will, damit das Schoden da gerodet wird, dann nehme ich die Schare tiefer. Also ich gucke eigentlich viel und versuche dann eben anzupassen. Ne? Aber die beste Elektronik und der wachsamste Maschinenführer müssen gelegentlich passen. Schon wieder Zwangsstopp. Jetzt kommt er nicht. So steinreich möchte kein Bauer sein. Aber immerhin, in den geschredderten Blättern sind keine zerhackten Rüben mehr. Aber das sieht schon besser aus. Man sieht es ja auf dem Feld auch. Das würdest du sehen, die angeschlagenen, die hellen Stücken. Das sieht schon gut aus jetzt. Der Ruder fährt übrigens im sogenannten Hundegang. So schräg kann er seine bis zu 60 Tonnen Gewicht besser auf dem Acker verteilen, damit der Boden nicht zu stark verdichtet wird. Und kaum liegen die ersten Meter der Rübenmiete, kommt Udo Beiersdorf von der Zuckerfabrik. Das sieht sehr gut aus. Ja? Ja. Also wir sind von den Erträgen her sind wir sehr zufrieden. Vom Roden her haben wir das jetzt eingestellt, sind wir auch zufrieden. Und von daher, wir prüfen jetzt noch mal die Zuckergehalte. Deswegen nehme ich jetzt eine Probe mit zur Fabrik.
Und da wollen wir gucken, dann kommen wir dieses Jahr gut durch. Vor 10, 20, 30 Jahren hätte man mir einen Vogel gezeigt und mir gesagt, wir bauen hier Kartoffeln und Zuckerrüben an. Man muss auch was draus machen und man muss gucken. Und ich sag mal, durch die Beregnung ist es uns ermöglicht, Kulturpflanzen anzubauen, die sonst hier nicht wachsen würden, alleine. Nach einem anstrengenden Auftakt scheint für Carsten jetzt wieder die Sonne. Im Harz kann die Weidekontrolle beginnen. Biobauer Daniel und Praktikantin Lea haben die in einem Fauna- und Flora-Habitat liegende Fläche erreicht. Von den Tieren ist allerdings erstmal nichts zu sehen. Ja, hier haben wir so 20 Tiere und die sind im Moment unten in der Senke und genießen das frische Gras. Hier oben ist es ein bisschen härter, hier fressen es nicht so gern. Deshalb haben wir extra hier das Wasser hergeholt, dass sie auch mal hochkommen und hier oben auch das Leckere finden. Strom aus. Top. Studentin Lea ist gebürtig aus dem Ruhrgebiet. Seit 2 Jahren studiert sie Agrarwissenschaften in Göttingen. Gerade erst ist sie ins 5. Semester gekommen und hat noch nicht so viel Praxiserfahrung gesammelt. Dass sie heute mit dem Biohofchef auf Weidekontrolle geht, ist dem Zufall geschuldet. Mein Vater ist noch im Urlaub. Ja, sonst fährt er das Wasser. Und ich denke, dass Lea, stopp Lea, du musst, stopp, dreh noch mal hoch, du musst das Rad erst einrasten lassen, zur anderen Seite rüberklappen. Unten gegentreten, nee, richtig schieben. Weiterschieben, jo, jetzt kannst du drehen. Genau, so nach unten, das sieht gut aus. Weiter drehen. Offensichtlich ist, es gibt einen Unterschied zwischen Göttinger Hörsaal und Harzer Weide. Im Studium lerne ich die Theorie zum Pflanzenbau und zur Nutztierhaltung, wie ein optimaler Stall aufgebaut werden sollte, in jeglicher Haltungsklasse. Und hier lerne ich die praktischen Sachen. Dreht mal mit deinem Fuß volle Pulle auf das. Mädels, kommt mal her, kommt. Ich sehe noch nichts, aber die sind da unten irgendwo. Komm! Sind gar keine Kühe mehr da? Wahrscheinlich da unten, ne? Ja, hinter der Buschreihe. Also da sind sie noch. Ich habe die Hinterlassenschaften gesehen. Recht frisch. Wer Harzer Höhenvieh anlocken will, muss Stimme haben. Kommt er, kommt! Komm! Hopp, 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 hopp! Diese Praxiserfahrung hat Studentin Lea auch schon gemacht. Ja. Aber sie hören natürlich auf mich nicht so toll wie auf Daniel. Daniel ist der Kuhflüsterer. Komm her, komm. Komm her, komm. Traut euch, kommt. Ja, 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 ja. Die 700, die will jetzt bald kalben. Entweder platzt sie oder sie kalbt. Eins von beiden. Komm her, Dicke. Ja, 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 das ist lecker. Ich hab dir was hingelegt. Kommt. Wenn erst mal eine Kuh durch ist, dann kriegen die anderen auch Mut. Komm her, komm. Und komm hinterher. Ja, ja, du auch, ne? Also ich gucke mir gerade die 700 an, wo Daniel meinte, entweder sie kalbt oder sie platzt. Und guck, ob hinten die Scheide schon geschwollen ist. Wenn sie geschwollen ist, dann wird sie weich. Und das ist halt ein Anzeichen dafür, dass sie bald kalbt. Das habe ich in der Theorie bis jetzt immer gelernt. Habe es aber in der Praxis erst 1-2 Mal vorher gesehen. Und ich probiere jetzt so ein Auge dafür zu entwickeln. So sieht meine Lieblingskuh aus. Schön glatt im Fell, gerade im Rücken, kräftige Hörner dran, tolles Euter. Ja, das ist das Zuchtziel. Eine Kuh, die klar im Kopf ist, nicht schlägt, nicht aggressiv ist und gut im Umgang. Mädels! Na los! Die reagieren schon auf dich. Ja, komm! Komm mit! Guck mal hier. Das Harzer Vieh steht auf Lea. Ja, Lea hat ein gutes Händchen für Rinder. Ist sensibel, weiß genau, was die Kuh will. Hat auch den gesunden Respekt davor, dass nichts passiert. So, perfekte Praktikantin. Freut mich. Win-win-Situation im Harz. Sowohl die Praktikantin als auch das liebe Vieh wissen, wo es lang geht.
Zurück auf Hof Viehbruck in Schleswig-Holstein. Die mobile Mosterei aus den Vier- und Marschlanden ist aufgebaut und einsatzbereit. Christians und Kerstins Äpfel machen den Anfang. Muss jeder mit helfen. Jeder, der eine Kiste tragen kann oder irgendwie dazu beitragen kann, dass das Gesamte zum Erfolg wird, ist mit eingespannt. Aber trotz des kalten Frühjahrs haben die Bienen auch tolle Arbeit geleistet. Also auch hier wieder ein großes Dankeschön an die kleine Helferin. Für den ersten Saft des Jahres hat Christian rund 450 Kilo Obst auf der Ladefläche. Die Früchte müssen zum Vermosten reif und sauber sein und sollten keine fauligen Stellen haben. Diese Äpfel laufen das Förderband hoch, fallen in das Waschbassin rein und werden noch kurz gewaschen. Anschließend werden sie über eine Förderschnecke zur sogenannten Retzmühle transportiert, zerkleinert und zu Maische verarbeitet. Während der Trester hinten in die Holzkiste fällt, läuft der pure, frische Saft trinkfertig aus der Presstrommel und wird final noch pasteurisiert. Aus 100 Kilogramm Obst bekommt man am Ende rund 60 Liter Saft. Ungeöffnet ist er mindestens ein Jahr lang haltbar, geöffnet 3 Monate lang. Christians Ausbeute des Tages 230 Liter. Und fast genauso viele Kilometer ist sein guter Freund Carsten Rover aus Nordrhein-Westfalen gefahren, um auch seine Äpfel heute auf Hof Viehbruck pressen zu lassen. Sind die Äpfel mit der weitesten Anreise, ja? Ja, sozusagen, genau, ja. Wie viele Äpfel hast du mit? Ja, so etwa 300 Kilo haben wir bekommen, weil ja, wir ja in dem Sinne keine eigenen haben und immer so ein bisschen auf das Wohlwollen unserer Nachbarschaft angewiesen sind. Also wir sind jetzt schon durch, hier, man sieht da, ne? Also ja. Wir haben jetzt schon das fertige Produkt jetzt im Karton, ja. So sieht es nachher aus bei dir. Für Carsten Rover hat so eine mobile Saftpresse ihren ganz besonderen Charme. Die Ernte nach Hause bringen, vielleicht so ein bisschen die steinzeitliche Idee eines Menschenbildes, ich als Jäger und Sammler in der Höhle. Wir bringen also in dem Sinne die Äpfel zusammen, aber diese reiche Ernte wird dann am Ende auch dieser fertige Saft. Und das ist hier an der Maschine der eigene Saft. Das finde ich super. Und er schmeckt eben noch mal besser, als würde ich jetzt selbst den Biosaft in einer Flasche kaufen, weil so das Gedächtnis und die Erinnerung trinkt mit. So, guck mal, Kinder, jetzt kommt der spannende Moment. Unser Apfelsaft ist fertig und ich habe frisch abgezapften Apfelsaft dabei. So, zum Wohl. Das ist ein normaler Apfel. Das riecht gut, oder? Oh, ich finde das so cool. Diesen ersten Apfelsaft, das ist Hammer. Da freue ich mich ein ganzes Jahr drauf. Der ist aber auch wirklich köstlich. So, also ich würde sagen, die Apfelsaftpresse ist noch eine ganze Zeit heute hier. Wir nutzen die Gunst der Stunde, weil wir ja, ich sag mal, als erstes auch rangekommen sind mit der Ernte, dass wir jetzt noch weitere Äpfel pflücken. Und würde sagen, hier, auf sie mit Gebrüll. Helft ihr? Ja. Alle mit? Cool. Dann mal los. So, wer den ersten Apfel gefunden hat, hat gewonnen. Die Apfelernte auf Hof Viehbruck geht in die nächste Runde. Und damit verabschiedet sich Familie Vosrahe aus den Hofgeschichten.